Seit Oktober 2017 ist MeToo unter den medialen Top-Themen. Unter dem Hashtag berichten Frauen mittlerweile weltweit über sexualisierte Gewalt und Belästigung. Ganze 4 Monate sind es bald, in denen Feminismus auf der Mainstream-Agenda stand, in denen Frauen tonangebend eine Debatte prägten, stritten, Statements abgaben. Durchaus auch kritisch, wie jüngst das von 100 französischen, teils prominenten Frauen publizierte Manifest, das mit MeToo hart ins Gericht geht. Kritik ist legitim und wichtig, weil die Sache sich damit ausdifferenziert und in eine weitere Runde kommt, weil dadurch unterschiedliche Frauen und auch Männer und Feministinnen hörbar werden, Differenzen und neue Aspekte zum Vorschein kommen. Von manchen Kritikerinnen war zum Beispiel zu hören, MeToo treibe einen Keil zwischen die Geschlechter, sei nicht konstruktiv, zu konfrontativ und anklagend. Das Resultat sei, dass Männer sich von Frauen abwenden. Gewarnt wird vor einem unüberbrückbaren Konflikt. Dass die MeToo-Themen heikel sind, ist unbestritten. Tangieren sie doch die intimsten Bereiche und Verhaltensweisen. Auch, dass die eine oder andere konkrete öffentliche Anschuldigung problematisch ist, stimmt. Allerdings geht in der Kritik an der öffentlichen Anklage unter, dass MeToo, wie Nina Fargay schreibt, nicht zuletzt auch ein Ventil für mangelnde professionelle Unterstützungs- und Beschwerdemöglichkeiten ist und damit Ausdruck eines mangelnden gesellschaftlichen Problembewusstseins. Der Schritt an die Öffentlichkeit ist mithin Ausdruck eines letzten und das heißt nicht unbedingt besten Schrittes. In diesem Sinne macht MeToo nicht nur sichtbar, dass es Gewalt und Übergriffe gibt, sondern dass ein entscheidender Teil des Problems darin besteht, dass es nicht ernst genommen wird. Ich finde es legitim, ja notwendig, dass Frauen wütend, anklagend, ja unversöhnlich sind und dass sie auch Dinge einfordern, zum Beispiel, dass Männer Verhaltensweisen reflektieren, etwas verändern. Ist das schon ein unüberbrückbarer Konflikt? Ich frage mich, was schlimm ist an einem Konflikt. In vielen gesellschaftspolitischen Bereichen wird mit harten Bandagen gestritten. Warum sollte es hier nicht opportun sein? Warum sollte genau diese Auseinandersetzung nett geführt werden? Weil es Frauen sind? Ist das nicht eine extrem traditionelle Vorstellung, dass Frauen nicht konfrontativ sein sollen, ihren Schmerz und ihre Wut nicht laut formulieren und dass sie Dinge, wenn dann konstruktiv und ausgleichend angehen sollen und es allen immer irgendwie recht machen? Mir scheint, die Frauen hätten zu häufig gute Miene zum bösen Spiel gemacht, zu häufig Kränkungen überhört. Ich halte es für nötig, dem Missfallen Ausdruck zu geben, die Selbstverständlichkeiten zu erschüttern. Das schreibt Iris von Rothen. In der Kulturgeschichte des Abendlandes ist weiblicher Zorn negativ konnotiert. Weibliche Wut wird als Hysterie und als irrational dargestellt. Oder in der Figur der bösen Hexe dämonisiert. Die Psychoanalyse konstruierte das Bild der verschlingenden Frau, die den Mann verzehrt, um sich seinen Penis einzuverleiben und somit ihren angeblichen Penismangel zu kompensieren. Eine wütende Frau wird schnell als sexuell frustrierte, männerhassende Emanze eingestuft. Diese negativen Konnotationen, aber auch der Umstand, dass Frauen oft von Männern abhängig sind, zum Beispiel in Bezug auf Karrieren und Arbeitsverhältnisse, in Bezug auf gesellschaftliche Anerkennung oder hinsichtlich der materiellen Situation, führen dazu, dass viele Frauen es sich mit Konfrontation und direkter Kritik lieber zweimal als einmal überlegen. Christina Thürmer-Rohr spricht in diesem Zusammenhang von weiblicher Mittäterschaft und meint damit, dass Frauen oft gute Miene zum bösen Spiel machen müssen und dadurch patriarchale Verhältnisse ihrerseits stützen und reproduzieren.
MeToo zeigt derzeit den Versuch von Frauen, diesen Mechanismus nicht zu wiederholen und die Wut aufrechtzuerhalten. Wir erleben die seltene Bereitschaft von Frauen, das Risiko einzugehen, es sich zu verscherzen, als Hexen, als Böse beschimpft zu werden, als nicht mehr intelligibel, nicht mehr passförmig mit dieser Gesellschaft zu gelten. Das ist außergewöhnlich. Es ist immer mal wieder, aber nicht oft geschehen in der Geschichte. Die Wut derzeit richtet sich aber nicht nur auf die konkreten Fälle sexualisierter Gewalt und Übergriffe. MeToo hat auch eine längst fällige, breite und grundlegende Auseinandersetzung über die fortbestehende Abwertung von Frauen ausgelöst. Die Wut richtet sich nicht nur gegen die Weinsteins. Diese stark personalisierte Ebene ist ja auch ein medialer Effekt. Die Wut der Frauen aber ist grundlegender. Sie richtet sich gegen ein System, gegen die fortbestehende gesellschaftliche Übereinkunft, nämlich, dass das Weibliche minderwertig sei. Die Wut richtet sich gegen die kränkenden, in den Poren der Gesellschaft eingeträufelte Übereinkunft, dass das Weibliche mangelhaft sei, weniger kompetent, weniger wichtig, weniger ernst zu nehmen. An dieser Übereinkunft hat sich, das realisieren wir gerade, auch nicht viel geändert, seit wir Bundeskanzlerinnen haben oder Frauen in Chefpositionen. Zum einen, weil Frauen in einem frauenverachtenden System oft ebenfalls frauenfeindlich agieren. Zum anderen, weil Trickle-Down ein neoliberaler Mythos ist. Macht, Einfluss und Ressourcen verteilen sich nicht automatisch von oben nach unten. Wenn ein paar Frauen oben aufschwimmen, bedeutet das für einen großen Teil der Frauen noch lange keine Veränderung. Die Wut richtet sich gegen ein unfassbar beleidigendes und gewaltvolles System der Herabsetzung und Degradierung des Weiblichen und allem, was damit assoziiert wird, wie Sorgearbeit, Vulnerabilität, Rosa, Mütterlichkeit, Körper oder Gefühle. Das bedeutet nicht, dass Frauen automatisch bessere Menschen wären. Frauen sind ebenfalls Täterinnen oder Mittäterinnen. Gleichwohl bedeutet die Herabsetzung des Weiblichen aber, dass Menschen, die Frauen sind oder als Frauen gelesen werden, deshalb vulnerabel sind. In Bezug auf Gewalt, Übergriffe, Ausbeutung. Natürlich können auch Männer Benachteiligung erfahren, sind Opfer von Gewalt und Ausbeutung. Aber Männlichkeit ist nicht per Definition mit Minderwertigkeit konnotiert. Männlichkeit verbindet man mit Macht, Geist, Stärke, Rationalität, Kompetenz und Überlegenheit. Was nicht bedeutet, dass die realen Männer alle überlegen, stark und erfolgreich sind. Und ja, Männlichkeit wird auch mit wenig positiven Zuschreibungen wie Gewalt, Täterschaft und Triebhaftigkeit assoziiert. Weil wir aber in einer Gesellschaft leben, die Gewalt verherrlicht oder zumindest Gewalt akzeptiert und weil die Hebel der Macht meist von Männern besetzt sind, wird Männlichkeit trotz negativer Bilder nicht per se stigmatisiert. Männlichkeit gilt nicht an sich als minderwertig. Die Wut der Frauen richtet sich gegen die Verachtung des Weiblichen. Ich habe gelernt, meinen Ärger zu nutzen, ehe er meine Visionen verzehrte. Das schreibt Audre Lorde. Für Lorde ist Wut visionär und politisch, denn in der Wut zeigt sich ein tiefes Wissen über gesellschaftliche Ungerechtigkeit, über Ausgrenzung und Gewalt, über Sexismus, Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit. Lorde widersetzt sich der Domestizierung von negativen Gefühlen durch die Doktrin der guten Laune. Sie weigert sich, guter Dinge zu sein und sich mit den gegebenen Verhältnissen zu arrangieren. Denn Wut und negative Gefühle sind es, die uns dazu antreiben, uns die Welt anders vorzustellen, Utopien zu entwerfen und zu handeln. Lorde schreibt, meine Antwort auf Rassismus ist glühender Ärger.
Ich habe gelernt, diesen Ärger zu nutzen, ehe er meine Visionen verzehrte. Früher tat ich es im Stillen, aber dieser geballte Ärger machte mir Angst. Aus meiner Angst vor diesem Ärger habe ich nichts gelernt. Ausgesprochener Ärger ist meine Antwort auf rassistische Einstellungen und Verhaltensweisen. Brauchen wir mehr Wut? Wut ist zu einem Paradigma unserer Zeit geworden. Sie zeigt sich in der Wut islamistischer Terroristen, genauso wie bei den Trump- oder Pegida-Anhängern. Aber ist Wut nur als Motor von Zerstörung denkbar? Ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Hass und Wut. Diesen Unterschied gilt es stark zu machen. Hass, auch sprachlicher, zielt auf die Auslöschung, das Silencing von anderen. Die Wut, die Lord meint, will hingegen nicht Unterwerfung. Vielmehr geht es darum, die Erfahrung des Schmerzes über die rein individuelle Empfindung hinauszutragen, zu verknüpfen mit kritischem Bewusstsein über Strukturen und Systeme. Frauen haben gelernt, dass ihr Leben oft von der Gunst patriarchaler Macht abhängt, von der Anerkennung durch Männer. Sie mussten vermeiden, andere ärgerlich zu machen, weil sie sonst als schlechte Mädchen abgestempelt wurden, als Mädchen, die nicht taten, was man von ihnen erwartet. Wut wurde nicht zuletzt auch durch die vorherrschende positive Doktrin, die kapitalistische Doktrin der Hoffnung und des Fortschritts erstickt. Diese Fortschrittsdoktrin produziert kontinuierlich Erlösungsphantasmen, die einen schonungslosen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse verhindern. Lieber sollen wir uns am Positiven orientieren. Ich meine, positives Denken ist eine Ideologie des Fortschrittsmythos, eine Marktstimulanz und eine Erzählung der Herrschenden. Positives Denken suggeriert, es gebe, vorausgesetzt man hat die richtige Einstellung, Optionen für alle. Verschleiert wird, dass Optionen oft nur für manche existieren und dass Reichtum sowie die kulturelle und nicht zuletzt sexuelle Dominanz der einen auf der Unterwerfung von anderen beruhen. Wir haben uns einlullen lassen vom Mythos des Fortschritts. Dazu gehörte, dass wir das Märchen der erreichten Gleichstellung der Geschlechter glaubten. Es ist alles erreicht, das steht doch im Gesetz. Frauen dürfen doch jetzt Karriere machen, Geld haben, nach Lust und Laune den Partner wechseln, High Heels tragen oder Turnschuhe. Sogar dick sein bekommt mit der Body-Positiv-Bewegung gerade einen progressiven Wert. Akzeptiere deinen Körper, säuselt man Frauen zu. Dann ist alles gut. Und kaufe dazu bestimmte Produkte. Diejenigen Botschaften des Feminismus, die sich kommerziell verwerten lassen, wurden von Werbung und Popkultur vereinnahmt und in ein Kostüm der unendlichen Möglichkeiten gesteckt. Du willst dir deine Brüste machen lassen? Your body, your choice. Emanzipation wurde mit Konsum und Wahlfreiheit gleichgesetzt. Und weil es zunehmend Konsummöglichkeiten gab, sah es so aus, als werde die Welt immer progressiver, immer emanzipierter. Es ist uns die Wut geraubt worden und die Fähigkeit, Dinge schonungslos sehen zu können und anzusprechen. Schließlich sollen wir unser Leben als Erfolgsstory erzählen. Je ne regrette rien. Das Märchen von der individuellen Optimierbarkeit, den scheinbar unendlichen Potenzialen und Möglichkeiten, hat viele blind gemacht und stumm. Man ließ Frauen ein wenig mitmachen. Es gibt nun Frauen in Spitzenpositionen, es gibt PolitikerInnen, ÄrztInnen und PhysikerInnen. Sie dürfen mitmachen, wenn sie nicht weiter meckern. Und wenn sie sich den männlichen Spielregeln anpassen, selbstbewusster werden, zielstrebig und machtorientiert, wie die Facebook-Chefin Sheryl Sandberg empfiehlt. Frauen dürfen mitmachen, sofern sie den Trickle-Down-Glauben stützen. Den Irrglauben daran, dass, wenn es ein paar Mädels in die oberen Etagen schaffen, es dann Frauen insgesamt besser geht. Frauen dürfen mitmachen, wenn sie die Glaubenssätze des Kapitalismus vertreten, egal wie oft nachgewiesen wurde, dass es keiner Tagelöhnerin besser geht, nur weil es Frauen in die Vorstände von Technikkonzernen schaffen.
so wie es keiner Arbeiterfrau besser geht, weil einst eine Margaret Thatcher Ministerpräsidentin war oder Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Seit Jahrzehnten warten und hoffen wir auf Trickle-Down. Aber es passiert nicht. Wohlstand und Macht sickern nicht nach unten. Eher das Gegenteil ist der Fall. Sie verteilen sich auf immer weniger Menschen, meist auf jene, die bereits privilegiert sind. Die Hoffnung aber wird weiterhin geschürt. Trickle-Down-Ideen sind das Schmiermittel des Fortschrittsmythos. Sie sind der hingehaltene kleine Finger, der Menschen in einen Zustand guter Hoffnung versetzt. Frauen dürfen mitmachen, wenn sie keine Spielverderberinnen, keine Killjoys sind, wie es Sarah Ahmed formuliert. Sie dürfen mitmachen, wenn sie in Kauf nehmen, dass man sie weiterhin 80% der Haus- und Sorgearbeit machen lässt, dass man ihnen in den Ausschnitt starrt, anstatt in die Augen, und sie sexuell belästigt oder gar vergewaltigt oder schlecht bezahlt. Sie dürfen mitmachen, wenn sie gepielt, gestrafft und rasiert sind. Es ist kaum ein Zufall, dass der Druck, bestimmten Schönheitsnormen zu entsprechen, in dem Moment zunahm, als Frauen ein wenig Macht und Einfluss ergatterten. Es ist kein Zufall, dass Frauen in dem Moment, wo sie ein wenig mitmischten, wie maßgeschneiderte Puppen aussehen sollten. So viel Druck auf das Äußere gab es noch nie. Frauen zahlen für jeden Fortschritt einen Preis. Es ist auch kein Zufall, dass Gewalt gegen Frauen, sexuelle Belästigung oder Lohndiskriminierung so lange aus den öffentlichen Debatten verschwanden. Die paar Plätze an der Sonne bezahlen Frauen mit Schweigen und mit der Unterdrückung der Wut. Und so wurden sie zu Verbündeten der positiven Doktrin, zu lächelnden Yoga-Verfechterinnen und Lifestyle-Agentinnen, zu Apologetinnen von Change-Management, positivem Denken, Innovationsrhetorik und Motivationstrainings. Frauen sollten Wut und Unbehagen überwinden, an individuellen Einstellungen, Potenzialen, an selbstbewusstem Auftreten und Work-Life-Balance arbeiten. Wer dennoch scheiterte, arm war, Marginalisierung erfuhr, Depressionen hatte oder Verzweiflung spürte, hatte nicht das richtige Programm, nicht die richtige Methode oder Einstellung, nicht genügend Glaube an sich selbst. Frauen wurden in besonderem Maße mit dem Geschäft des Glücks und des Positiven beauftragt, wie Christina Thürmer-Rohr schreibt. Frauen sollen den Fokus auf das Schöne richten. Sie sind zuständig für Glaube, Liebe, Hoffnung, für den Glauben an Sinn und an die Zukunft. Das Patriarchat hat für Frauen die historische Aufgabe vorgesehen, Gemütlichkeit, Harmonie und Täuschung aufrechtzuerhalten. Sie sollen für gute Hoffnung sorgen, beständig und diszipliniert durchhalten und damit kontinuierlich beweisen, dass dieses Leben und diese Welt sinnvoll und in Ordnung ist. Sie sollen Zuversicht, Liebe, Soziales und Familiensinn versprühen und billigen, ja kitten, was schiefläuft. Frauen sollen die Trümmer wegräumen. Sie sind zuständig dafür, dass alles irgendwie doch weitergeht. Nicht zuletzt auch ihre eigene Marginalisierung. In weiblichen Handlungsweisen hat sich ein Fokus auf Harmonie durchgesetzt. Sicher ist das nicht nur schlecht. Es hat womöglich verhindert, dass es noch mehr Tote gab und gibt. Allemal war und ist das aber auch systemstützend. Ich plädiere für Negativität, für das Nein, für die schlechte Laune, für die Spielverderberin, die Wut und die Melancholie. Es ist Zeit, die Killjoy und die Cassandra, die Unheil statt Sieg verkünden, wiederzubeleben. Es ist Zeit für eine Verabschiedung der positiven Doktrin. Ich plädiere für eine emanzipatorische Praxis der Killjoy, der Spielverderberin. Diese Praxis beinhaltet Unversöhnlichkeit mit den Zurichtungen an uns und an der Welt. Gleichzeitig wendet sie sich unserer verrotteten Gegenwart liebevoll zu. Denn diese Gegenwart ist schließlich alles, was wir haben und alles, worauf sich unsere Sehnsucht und unsere Utopien richten können.
wie Christina Türmerrohr schreibt. Es ist an der Zeit, aufzuhören, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. MeToo ist erst der Anfang. Es bedeutet auch, dass Frauen gegen ihre Mittäterschaft revoltieren und versuchen, die heteropatriarchalen Verhältnisse als Maßstäbe ihres Handelns aufzukündigen. Dass sie sich die Freiheit nehmen, das patriarchale Erbe, die Hoffnung auf Beteiligung auszuschlagen. Um nochmal Türmerrohr zu zitieren: Wir müssen heimatlos bleiben im Vaterland.